Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist es wieder ein Tutorial-Video. Es geht wieder um AppSheet und unseren Familienplaner. Ich habe ein bisschen umgebaut, das sehen wir gleich, um euch genau das Thema, was ich heute vorstellen möchte, zu präsentieren. Erstmal vielen Dank dafür. Jemand hat mir unter einem meiner Basis-Tutorial-Videos für AppSheet geschrieben, dass er mehr über das Berechtigungskonzept innerhalb einer App verstehen möchte oder wissen möchte oder darauf nochmal thematisch eingehen möchte. Das ist tatsächlich ein extrem interessantes Thema, weil man da wirklich viel machen kann und da führen auch viele Wege nach Rom. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu bauen, also so ein Berechtigungskonzept aufzubauen. Ich möchte euch heute mal vorstellen, wie ich das meistens mache. Und in dem Zuge, in dem Kontext, finde ich es auch total interessant, mal auf die Befehle Select, Lookup und Filter einzugehen, weil die in eine ähnliche Richtung gehen, ähnlich funktionieren, aber teilweise andere Ergebnisse bringen oder man anders damit arbeiten muss. Und das will ich euch heute vorstellen. Falls ihr meine Basisvideos noch nicht gesehen habt, vielen Dank dafür, wer sie gesehen hat, weil sie echt relativ lange gehen, immer mit ihren 30 bis 40 Minuten. Das liegt einfach daran, dass das AppSheet sehr umfangreich ist und dass man muss wirklich viel Basiswissen vermitteln, um mit AppSheet arbeiten zu können. Das sind diese 5 Basisvideos, die ich gemacht habe oder Tutorial-Videos für AppSheet. Ich hoffe, heute die Videos oder ab heute werden sie etwas kürzer, weil wir uns thematisch jetzt auf eine Sache konzentrieren, wie heute zum Beispiel auf ein Berechtigungskonzept beziehungsweise die 3 Expressions, die ich euch gerade genannt habe, also Formeln oder Funktionen, wie ihr es nennen möchtet. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Und dazu gebe ich euch natürlich meinen Bildschirm frei, damit ihr seht, was ich sehe. Und wir sind ja nach wie vor in der Familienplaner-App unterwegs. Also wir haben die einfach so genannt. Es ist mittlerweile kein Familienplaner mehr, davon abgesehen, aber sie heißt einfach noch so. Ihr wisst, von was ich rede, wenn ihr die Basisvideos gesehen habt, die AppSheet-Tutorials von mir. Ich habe hier mal leicht die Nutzertabelle umgearbeitet, habe ein paar andere Spalten noch hinzugefügt. Prinzipiell ist sie aber noch ähnlich aufgebaut. Hier seht ihr vorne die eigentlichen E-Mail-Adressen, dann Vor-, Nachname, Rufname und so weiter. Und hier hinten seht ihr schon Rollen, Rolle Admin, Rolle Superuser. Das ist, habe ich mal so aufgebaut, um euch gleich zu zeigen, wie man damit arbeitet. Jetzt gehen wir in die App selber mal rein und ihr seht ja, wie gesagt, hier auf der rechten Seite den Preview und ihr seht schon, ich habe hier unten eine Admin-App gebaut. Und was ich euch ja in den Basisvideos schon mal, sag mal, kurz angeteasert habe, ist Preview App As, dass man hier unten mit verschiedenen E-Mail-Adressen, also mit verschiedenen Nutzern im Prinzip arbeiten kann und schauen kann, wie die App aussehen würde mit einer bestimmten E-Mail-Adresse. Da bin ich dann leider in den Basisvideos gar nicht drauf eingegangen, weil die Videos einfach so schon sehr lang waren. Aber das holen wir dann heute auch gleich nach mit dem Berechtigungskonzept. Und zwar habe ich mal ein paar Aufgaben, die Planner View, die kennt ihr, damit haben wir dann quasi geschlossen mit den Tutorials. Und hier sind jetzt verschiedene Aufgaben. Ich habe mal exemplarisch hier 3 Aufgaben reingebaut. Eine etwas längere Aufgabe und 2, die an einem Tag gemacht werden müssen. Wenn wir jetzt hier auf Woche gehen, dann sehen wir, hier sind 2 Tagesaufgaben. Und wenn ich eine Woche weitergehe, sehe ich hier eine Produktion von einem Produkt von Montag bis Donnerstag. Das ist alles in der Planner-View drin. Und ich habe hier eine Admin-View, die mir als Admin zum Beispiel zeigen soll, also die nur der Admin sehen soll und die dem Admin zeigen soll, wer hat welche Aufgabe? Also direkt geordnet, der Heinz hat diese Aufgabe, Hermann hat diese Aufgabe, Karl hat diese Aufgabe. Das sind übrigens erfundene Namen und erfundene Menschen, also ja, sich da nicht dran aufhängen, das sind keine Leute, die ich wirklich kenne. Und wir wollen jetzt erreichen, dass diese View nur der Admin sieht. Aktuell sieht sie noch jeder, weil es nicht abgegrenzt ist. Also gehen wir hier drüben auf Views, das kennt ihr ja schon. Die Admin-View, die ich hier gebaut habe, hier ist er. Die habe ich jetzt alles schon mal so aufgebaut und fertig gemacht, weil das habe ich in den Videos schon mal erklärt, wie das alles geht. Aber jetzt gehen wir ganz hier runter und sagen, bei Display können wir natürlich erstmal nicht nur einstellen, wie das Logo aussehen soll. Ja, dieser Mensch, der quasi so ein bisschen in Front steht, weil er der Admin ist und dass das Ding Admin heißt, sondern bei Show If, da bin ich schon mal ganz kurz drauf eingegangen in meinen Videos, nur anzeigen, wenn etwas erfüllt ist. Ja, eine Bedingung. Das seht ihr hier oben. Ja, nein. Das heißt, hier muss bei der Expression muss am Ende ein Yes, No, True, False, wie auch immer rauskommen. Und damit das passiert, also oder damit wir hier sagen können, nur wenn derjenige, der angemeldet ist, auch der Admin ist, soll dies angezeigt werden. Also das können wir machen. Wir brauchen also erstmal die angemeldete User-E-Mail-Adresse. Das machen wir mit User-E-Mail. User-E-Mail, Klammer auf, Klammer zu, für das ist eine Expression, also eine Funktion. Jetzt haben wir ja aktuell nur die User-E-Mail. Also jetzt würde er auswerten, wenn jetzt jemand angemeldet ist und die Expression würde so funktionieren, was sie ja nicht tut. Aber dann würde nur erstmal die User-E-Mail rauskommen. Jetzt müssen wir noch sagen, die User-E-Mail
muss aber als Admin quasi registriert sein in der App. Dazu gehen wir nochmal in die App. Und jetzt sehen wir hier die verschiedenen Sachen. Ich würde sagen, wir gehen erst auf diese Spalte ein. Die habe ich so konstruiert, dass es Rollen sind. Also, dass man in einer Zelle als Liste mehrere Rollen hat. Das zeige ich euch auch nochmal, bevor wir hier weiterbauen in der Data View, also in der eigentlichen Nutzerdatenbank, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar habe ich hier Rollen. Und das ist eine Enumeration Liste, also nicht eine Enum, sondern Enum List, damit ich diese zwei Werte hier jeweils, also und oder anklicken kann. Und es ist der Base Tab ist natürlich ein Text, weil ursprünglich, also wenn man die Werte selber nimmt, Admin, Super User, ist natürlich ein Text. Ich möchte Dropdown Liste und das Ganze, der Item Separator, also die ganzen Werte sind mit Komma getrennt. Und das sieht dann, wenn ich in die Crew gehe, sieht das dann entsprechend so aus, wenn ich einen neuen hier eingeben würde und hier unten dann auf die Rollen, da habe ich auch dran geschrieben Liste, damit man sieht, das ist die Liste von Rollen, kann ich jetzt sagen, der ist Super-User oder nichts von beiden. Ganz wichtig, dieser Datenpunkt ist nicht als Pflicht markiert, weil es kann ja auch ein Mensch sein, der mit der App arbeitet, der gar keine Rechte hat, also keine Super-User und keine Admin-Rechte. Also darf es natürlich nicht Pflicht sein. Und so sieht das dann aus, wenn ich das mit so einer Enum-List baue. Gut, aber wir haben ja Super-User, die nur Super-User, aber keine Admins sind. Die dürften den Admin-Reiter also nicht sehen. Und jetzt gehen wir auf die View und bauen das mal entsprechend. Und zwar gehen wir hier runter, Display. Und ich brauche die User-E-Mail, hatten wir gerade schon. Aber ich muss sagen, ist diese E-Mail-Adresse oder ist der Wert Admin, wenn ich die E-Mail-Adresse auslese aus meiner Nutzertabelle, steht der Wert dort drin? Das ist ja eigentlich die Logik dahinter, die ich erreichen möchte. Ich suche nach der E-Mail-Adresse in einer Tabelle, in der Nutzertabelle und Werte. In dem Fall wollen wir mal auf die Rollenspalte eingehen, also wo mit Komma getrennt mehrere Werte als Liste hinterlegt sind. Und ich möchte auslesen, an der Stelle für diesen User steht dort hinten Admin drin. Und das baue ich jetzt mal. Und um das zu erreichen, ich habe die User-E-Mails nochmal weggenommen, um das zu erreichen, benutzen wir jetzt schon mal den Lookup-Befehl. Lookup sagt euch sicherlich was, wenn ihr Excel oder Google Sheet auf Englisch benutzt. Lookup ist nichts anderes als ein S-Verweis. Und das ist eigentlich eine sehr schlanke Formel. Bei Lookup, der Unterschied von Lookup zu Select oder Filter ist ganz klar, Lookup bringt genau einen Datenpunkt raus. Das kann natürlich auch eine Liste sein, also eine Zelle bringt der raus. Das heißt, wenn ihr warum auch immer mehrere Einträge filtern wollt, also ihr wollt ein Ergebnis, was theoretisch auf mehrere Zeilen zutrifft, funktioniert der Lookup-Befehl theoretisch nicht, also funktioniert schon, aber er bringt euch immer nur den ersten Treffer. Ist bei S-Verweis ganz genau das Gleiche. Wenn ihr einen S-Verweis baut im Google Sheet oder im Excel, bringt er euch auch den ersten Treffer, auch wenn theoretisch danach noch andere Treffer vorkommen könnten, bringt er euch aber nur den ersten, den er trifft. Wir wissen aber in dem Fall, wenn wir auf die Nutzertabelle schauen, auf den Key schauen, auf die E-Mail-Adresse, die ist eindeutig. Das heißt, ich kann ein Lookup bauen, weil ich weiß, es ist eindeutig und ich weiß, die E-Mail-Adresse kann nur einmal vorkommen, also soll er auch genau die Zeile benutzen. Also bauen wir hier ein Lookup. Dann fragt er uns, welchen Wert soll er suchen? Er soll die E-Mail-Adresse suchen, also die User-E-Mail. Er soll also das suchen, mit dem der User angemeldet ist. Im Dataset, also Lookup muss man tatsächlich so benutzen, dass man Dataset Column und Return Column als Text wirklich eingibt. Aber er schlägt das hier trotzdem vor. Table Nutzer, genau. Er soll nämlich die User-E-Mail im Nutzer suchen. Wo steht die User-E-Mail im Nutzer? Im Key, also in der Spalte Key. Geben wir hier Key ein, kann man alles easy, so wie man ein Anführungszeichen oben tippt, schlägt er einem das quasi vor. Das ist mittlerweile sehr intelligent gemacht, finde ich sehr gut. Und die Return-Column, also die Spalte, die er zurückgeben soll, sprich den Wert, was er zurückgeben soll, ist ja in dem Fall bei Rolle, nicht bei Rolle, also bei Rollen, nicht bei Rolle Admin, Rolle Super-User, sondern ich habe ja gesagt, wir arbeiten jetzt mal mit der Spalte Rollen, wo also mit mehrere Werte mit Komma getrennt sind. Und so funktioniert im Prinzip der Lookup-Befehl. Ihr sagt, schaue einen bestimmten Wert nach, und zwar in dem Fall die User-E-Mail, schaue das in der Datenbank Nutzer nach, im Key und gib mir Rollen zurück. Wir gucken uns das jetzt mal hier an. Er soll die User-E-Mail auflösen, bekommt zum Beispiel superuser1@familienplaner.de und er soll das in der Key-Spalte durchschauen. Und wenn er dann hier den Treffer hat, soll er diesen Wert hier zurückgeben. So ist die Logik dahinter. Und natürlich sagt er jetzt, dass es noch nicht funktioniert. Warum? Weil da kommt was raus, da kommt auch ein Wert raus, also ein Textwert, aber er will ja Ja oder Nein haben. Also muss man natürlich noch vergleichen. So, wir müssen sagen, okay, das, was da rauskommt, entspricht etwas. Und das, was da rauskommt, muss dem Text Admin entsprechen. Oder besser gesagt, es kann ja, hier muss man nämlich aufpassen, weil wenn jetzt da mehrere Werte drinstehen,
Wie bei dem Admin hier oben zum Beispiel steht ja Admin und Superuser drin. Das heißt, man darf nicht, und das kommt als Ergebnis da gerade raus. Das heißt, wenn ich jetzt dahinter schreibe, ist gleich Admin, würde es für Admin nicht, für einen Admin nicht funktionieren. Wenn ich das so schreibe, würde das nur dann funktionieren, wenn der Mensch, der hier angelegt ist, auch nur die Admin-Rolle hat, also wirklich Admin, nicht seiner, kein Komma, kein Superuser. Wenn er natürlich Admin und Superuser ist, dann würde ja das Admin, Superuser als Text rauskommen. Also würde das so nicht funktionieren, weil er würde dann jetzt den String Admin, also den Text Admin, vergleichen mit etwas, was da rauskommt, was aber Admin, Superuser heißt. Also müssen wir ihm auch sagen, wenn es da drin steht, also ob beinhaltet, also zum Beispiel Contain oder In, mit verschiedenen Befehlen kann man das spielen und das bauen wir jetzt noch. So, jetzt habe ich mal noch mit dem In-Befehl gearbeitet und ich sage ihm bei dem In-Befehl, also In heißt wirklich beinhaltet das etwas. Der Text, der beinhaltet sein muss in dieser Liste oder ja doch in dieser Liste, ist ja Admin. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen mit Groß- und Kleinschreibung und so weiter. Deswegen ist das nicht meine präferierte Methode. Ich möchte euch nur zeigen, wie sie funktioniert. Und dann sage ich hier, und die Liste ist natürlich dieser Lookup-Befehl. Also die Liste ist das, was ich da rausbekomme. Aber Obacht, das ist noch keine Liste. Das ist aktuell auch nur ein Wert, nämlich der heißt Admin, Superuser. Das ist für die Expression aktuell ein Wert. Er weiß noch nicht, dass es eine Liste ist, weil ich die Werte noch nicht aufgesplittet habe. Jetzt kommt also noch ein Befehl dazu. Ich muss nämlich hier sagen, das, was er hier rausbekommt, muss noch aufgesplittet werden. Das heißt, ich gehe hier rein mit dem Split-Befehl und sage, splitte das Ganze auf mit Komma. Jetzt bekommt er hier, wenn wir das jetzt auflösen, bekommt er hier mit diesem Lookup-Befehl bekommt er diese Werte hier oben, die zwei. Das ist aber für ihn ein Text. Jetzt muss man ihm noch sagen, diesen einen Text splittest du aber auf mit Komma. Dadurch bekommt er jetzt automatisch in der Expression zwei Objekte, nämlich Admin, Superuser. Und dann weiß er schon mal, okay, das ist eine Liste mit zwei Objekten. Und dann sage ich ihm noch, suche Admin in dieser Liste. Und wenn er das findet, weil da kommt jetzt ein Ja oder Nein raus, ich muss also nicht hier noch ist gleich Yes oder sowas reinschreiben, weil da kommt schon als Expression, also als Gesamtheit, kommt hier schon ein Ja, also ein True oder False raus. Das heißt, das Teil kann schon damit arbeiten. Und nur wenn das gegeben ist, zeigt er diese Liste an. Das sage ich hier mit dem Show-If-Befehl. Jetzt speichern wir das Ganze mal und probieren das aus. Und jetzt sind wir wieder drin in der App. Und ich habe gesagt, als Admin bin ich aktuell drin. Von daher zeigt das an. Jetzt mache ich einfach mal Admin S. Ist vollkommen egal, einfach was anderes als Admin. Und wie ihr jetzt seht, ist hier unten die Admin View weg. Er hat zwar noch gerade offen gehabt, aber das hat das damit zu tun, dass wenn man hier unten die Preview umschaltet, dass er einfach auf der aktuellen Ansicht bleibt. Also wenn ich jetzt hier wegklicke und gehe hier auf Crew und gebe jetzt wieder Admin ein, mache Apply. Also jetzt geht ein Admin in die App rein, also ein Nutzer, der hat die E-Mail-Adresse admin@familienplaner.de und zack, die View ist wieder da. Also so könnt ihr damit arbeiten. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Super User 1 hat sich angemeldet, der Super User 1 hat logischerweise keine Admin-Rechte, hat auch hier keine Admin-Rechte. Wenn ich jetzt aber hierher gehe und sage, ich glaube, das ist der Super User 1, muss man kurz gucken, ja. Wenn ich jetzt aber hierher gehe und sage, bei dem User, doch, der hat Admin-Rechte. Ich klicke hier die Admin-Rolle mit an, Save und bam, ist das Admin direkt da. Und so könnt ihr relativ easy, wenn ihr das einmal eingerichtet habt, sehr schnell einfach durch die Rechtevergabe den Leuten Teile der App zugänglich machen oder eben nicht. Und jetzt möchte ich auch noch den zweiten Weg zeigen. Das war jetzt der, wie ich finde, etwas umständliche Weg. Er geht aber. Also es funktioniert ohne Probleme, ist für mich aber etwas umständlich oder ich finde es so weniger intuitiv. Ich würde euch ganz gerne noch es zeigen, wie ich es normalerweise mache. Ich arbeite nämlich immer mit diesen Spalten. Also ich habe immer quasi pro Spalte ein ganz klares Recht. Ich nenne die auch mal so Rolle Admin, Rolle Superuser, Rolle Quality, Rolle Reviewer, Rolle ist vollkommen egal, Labormitarbeiter ist vollkommen egal. Könnt ihr euch ausdenken, was ihr braucht. Und das ist ein Ja-Nein-Wert. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie man mit Ja-Nein-Werten arbeitet. Und zwar, ja, das ist der Datenpunkt, heißt Rolle Admin und ist Type Yes, No. Und hier unten könnt ihr noch angeben, was No und Yes letztlich für Werte bedeuten. Da kann man dann halt auf Deutsch Ja, Nein reinschreiben. Man könnte aber auch tatsächlich richtige Sachen reinschreiben, wie wenn ihr jetzt die Spalte oder den Datenpunkt nur Rolle nennt. Könntet ihr hier theoretisch bei Yes Value Admin reinschreiben, dann würde da stehen Rolle Admin. Und wenn ihr Nein anwählt,
könnte man zum Beispiel Super User reinschreiben und könnte mit einer Spalte theoretisch beides abdecken, aber nur, wenn, wenn es keine Rechte darunter gibt. Also dann wäre jeder automatisch mindestens erstmal Super User und darüber hinaus Admin. Wird ja jetzt also keinen Sinn ergeben, aber wäre theoretisch auch möglich. Ich habe einfach Ja-Nein reingeschrieben, damit es deutsch ist. Und hier ist auch ganz wichtig, wenn ihr einen neuen User anlegt, möchte ich standardmäßig, dass dieser Wert immer erstmal auf Nein steht, damit ich also wirklich proaktiv auf Ja klicken muss. Das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr hier bei Autocompute einfach Initial Value N. Und das ist auch wichtig zu wissen bei diesen XY-Spalten oder Ja-Nein-Spalten oder wie auch immer man die nennen möchte. Oder, also hier heißen sie Ja-Nein, genau. Und da, wenn ihr dort Werte rauslesen möchtet oder direkt vergeben möchtet, könnt ihr das einfach mit Anführungszeichen N und Y machen. N für No, also Nein, und Y für Ja, genauso wie False oder True ist das zu sehen. Also wenn ich jetzt hier reinschreiben würde, standardmäßig oder Initialwert ist Y, würde er automatisch Ja auswählen. Wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen natürlich Nein. Und das führt dazu, dass wenn ihr hier jemanden Neuen anlegen würdet, dann ist der Initialwert hier unten automatisch Nein. Und das ist erstmal sehr wichtig, das ist einfach eine Sicherheitssache, dass da wirklich Nein ausgewählt ist. Das heißt, wenn ich einfach versehentlich oder sehr schnell auf Speichern drücke und nicht drüber nachdenke, haben die erstmal keine Rechte, sondern ich muss wirklich drüber nachdenken, wer kriegt das Recht. So arbeite ich mit diesen Spalten, dass ich wirklich dediziert sagen kann, ja, er ist Super-User, nein, er hat gar keine Rechte im Prinzip, kann also nur die Standardsachen machen oder hat Super-User-Rechte, kann zum Beispiel User-Management machen oder hat Admin-Rechte und kann prinzipiell alles Mögliche machen, wie zum Beispiel auch Datensätze löschen. Das ist so ein bisschen die Denke dahinter. Und wenn ihr das so aufbaut, jetzt gehen wir wieder zu unserer View und bauen die View mal mit den anderen Rollen. Gehen wieder hier auf das da. Und jetzt bauen wir das anders, nämlich mit der Rolle, mit den dedizierten Spalten, also Rolle Admin, Rolle Superuser. So, ich habe es nochmal umgebaut und so würde die Formel aussehen oder die Expression aussehen, wenn ihr das dediziert mit einer Spalte macht. Der Lookup-Befehl ist im Prinzip der gleiche geblieben. Ja, ich suche nach der User-E-Mail in der Datenbank oder im Datensatz Nutzer in der Spalte Key und der Rückmeldewert oder die Return-Column, die Spalte, die zurückkommt oder der Wert, der zurückkommt aus der Spalte, ist Rolle Admin in dem Fall. Und dieses True-False, was ihr hier seht, das True-False, was ihr hier seht oder auf Deutsch war falsch, was er hier vergibt, ist in der App selber als Y und N. Also wenn hier als Ergebnis rauskommt Y, dann heißt es, dass dort wahr drin steht, also ja, er ist Admin. Wenn dort ein N rauskommt als Ergebnis, dann heißt es nein oder false, er ist kein Admin. Und deswegen kann man hier ganz klar einfach mit ist gleich und einfach direkt losschießen. Das gleiche könnt ihr natürlich machen mit den Superusern, indem ihr hier dann einfach nur das austauscht als Rolle Superuser. Und schon habt ihr das einfach angepasst auf, das kann dann ein Superuser alles machen. Mit dem Lookup-Befehl. Ja? Also das ist für mich etwas einfacher, so zu arbeiten, ist aber letztlich eine Geschmackssache. Ja? Dafür braucht man halt natürlich verschiedene Spalten. Der Vorteil ist, wenn man nur eine Spalte benutzt, man kann die relativ leicht anpassen. Man braucht also keinen neuen Datenpunkt, weil wenn man einen Datenpunkt hat, der Rollen heißt, kann man den theoretisch natürlich immer weiter ergänzen und könnte dann nicht nur Admin und Superuser, sondern auch einfach die Liste weiter ergänzen. Komma Quality, Komma Reviewer, Komma irgendwas anderes. Produktionsmitarbeiter, was weiß ich. Wenn man das mit dedizierten Spalten oder Datenpunkten macht, heißt es natürlich, dass man auch immer wieder eine neue Spalte hinzufügen muss, wenn man ein neues Recht oder eine neue Rolle in die App hinzufügt. Und jetzt würde ich euch ganz gerne noch schnell mal sagen, wie man mit Select arbeitet. Prinzipiell kann der Select-Befehl etwas mehr. Hier habe ich ja gesagt, es kommt definitiv nur ein Wert raus. Ja? Also er liest einen Datenpunkt aus in der Zeile, in der ich mich befinde, wo er die User-E-Mail findet. Das heißt, hier kommt wirklich ein Text raus. Und der Select- und Filter-Befehl, beide, da kommt jeweils eine Liste raus. Das heißt, da möchte ich vielleicht eine Liste haben. Um euch den Select-Befehl jetzt nochmal zu zeigen, bin ich nochmal zurück in die Admin-View gegangen. Jetzt geben wir hier, also Select ist ein sehr mächtiger Befehl tatsächlich. Stört euch hier oben mal dieses Note Impression, Expression Could Impact Performance. Stört euch da nicht dran. Das kommt gefühlt, so wie der Befehl größer ist als bilde mir eine Summe von zwei Werten, kommt das irgendwie immer. Also ich habe bis jetzt noch keine App gebaut. Ich habe schon große Apps gebaut, wo das wirklich einen Impact auf die Performance hatte. Und ich habe wirklich schon mehrere Befehle hintereinander gebaut, die mehrere Zeilen lang waren. Also da stört euch nicht dran. Select-Befehl ist sehr mächtig, weil der Select-Befehl eine ganze Liste rausgeben kann an verschiedenen. Also da kann euch eine ganze Liste von Zeilen, aber auf eine bestimmte Spalte, auf einen bestimmten Datensatz, Datenpunkt gemünzt quasi rausgeben. Dataset Column
Hier ist ganz, ganz wichtig zu wissen beim Select-Befehl, ihr müsst auf jeden Fall den Namen der Datenbank davor schreiben. Also nicht nur, deswegen steht ja auch Dataset, Schrägstrich oder Bindestrich, Kolumn. Und ich möchte jetzt hier ja sagen, in der Nutzertabelle möchte ich den Admin-Wert auslesen. Ja, dann könnt ihr hier draufklicken. Wenn ihr es euch direkt davor packt, gut. Manchmal macht er das nicht, wenn ihr in der gleichen Datenbank schon unterwegs seid oder das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, dann macht er das manchmal nicht davor. Dann gibt es einen Fehler, dann funktioniert die ganze Expression nicht. Also das muss davor, ups, sorry. Das könnt ihr euch hier einfach rauskopieren und hier einfach tatsächlich einfach so davor schreiben. Keine eckigen Klammern, einfach davor schreiben. So. Das heißt, das wollen wir zusammen filtern. Also das wollen wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise filtern. Welche Zeile soll er nehmen? Er soll die Zeile nehmen, wo der Key, ups, falscher Wert, sorry. Wo der Key, ich habe eine andere Tastatur hier, deswegen muss ich kurz gucken, welcher Wert das ist, welche Tastenkombination, wo der Key die E-Mail-Adresse ist. Ja, das heißt, Key ist User-E-Mail, also die E-Mail-Adresse von dem, der angemeldet ist. Wenn ihr mehrere Sachen einfiltern wollt, und das ist nämlich das Ganze, was noch richtig cool ist, dann könnt ihr hier auch mit Unterarbeiten und weitere Sachen eingeben. Und keine Ahnung, der Name muss XY sein und die Stadt, die Postleitzahl, vollkommen egal. Ihr könnt hier mehrere Werte mit End dahinter schreiben, dass ihr das immer weiter einfiltert, bis ihr halt einen bestimmten oder bestimmte Menge an Werten rausbekommt, die ihr haben oder sehen wollt. Und jetzt, aber das brauchen wir in dem Fall nicht, sondern wir sagen einfach nur, der Key muss das sein. Distinct Only ist ein sehr wichtiger Punkt. Aktuell, wenn ihr mehrere Werte rausbekommt, also ihr bekommt mehrere. Sagen wir, ihr habt einen Status von irgendwas und ihr habt mehrere Zeilen, der Status ist mehrfach offen oder in Bearbeitung. Dann würde, wenn ihr hier nichts reinschreibt, das seht ihr an diesen eckigen Klammern hier, das ist ein optionaler Wert ist. Also wenn ich jetzt hier zumache, dann ist der Select-Befehl so auch okay und wäre fertig. Aber dann bekommt ihr ohne Distinct Only oder auch Distinct Only False, würde bedeuten, ihr bekommt den Wert aber mehrfach. Also ihr bekommt mehrfach offen, offen, offen in Bearbeitung, wenn der Status mehrfach so auftritt. Wenn ihr Distinct Only macht, bekommt ihr immer nur quasi unique, also einen eindeutigen Wert. Also einmal offen, einmal in Bearbeitung. Egal wie viele Zeilen theoretisch treffen, die den gleichen Wert haben. Ich hoffe, ich konnte es verständlich rüberbringen. Schreibe jetzt hier einfach mal true hin. Das heißt, es kommt definitiv nur einmal zurück. Aber ich möchte sowieso nur eine Zeile haben. Und das ist bei Select nämlich genau der Punkt. Man bekommt jetzt hier eine Liste raus und nicht nur unbedingt eine Zeile. Die Liste kann aber auch natürlich nur eine Zeile sein. Ja? Aber ihr bekommt prinzipiell eine Liste raus. Das heißt, ihr könnt jetzt hier entweder any sagen, dann nimmt er einfach, wenn er mehrere Zeilen trifft, einfach irgendeine randommäßig. Das kann okay sein. Oder ihr sagt Index. Und dann müsst ihr aber sagen, welcher Treffer. Das ist ganz interessant, wenn ihr nämlich mehrere Werte habt und ihr wisst ganz genau, an der ersten Stelle steht das, was ich will, oder an der zweiten oder an der dritten, könnt ihr hier mit Index nämlich sagen, von der Liste, die du triffst, möchte ich den zweiten Wert oder den dritten oder den ersten Wert. Aber in dem Fall geht es ja darum, dass er das hier selektiert, aber hier auch was rausbringt. Deswegen, ich weiß, dass diese Zeile ja nur einmal vorkommen kann, weil wir nach dem Key, also nach der E-Mail-Adresse filtern. Deswegen kann ich auch einfach any sagen. Jetzt kommt hier irgendwas raus. Jetzt muss ich aber das natürlich noch prüfen. Egal, was da rauskommt, also egal, welche Zeile er nimmt ja sowieso nur die eine, die trifft. Aber das, was rauskommt, muss ja sein. Funktioniert genauso. Ja? Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen verständlich machen. Filter würde ich vielleicht auf das nächste Video verschieben. Ich würde dann vielleicht auch nochmal auf Select eingehen, in einer bisschen anderen Form. Heute wollte ich ein bisschen auf die Nutzerrollen eingehen. Ich hoffe, ich konnte es entsprechend rüberbringen. Das Video ist nur schon ein bisschen zu lang geworden, weil ich doch ein bisschen mehr erzählt habe, als ich eigentlich dachte. Von daher hoffe ich, es hat euch was gebracht und ich hoffe, ich konnte euch den Select-Befehl ein bisschen näher bringen und auch vor allem, wie man mit Rollen und Rechten umgeht oder wie ich auf jeden Fall damit arbeite. Ich würde im nächsten Video, wie gesagt, nochmal auf Filter und Select nochmal ein bisschen näher eingehen und da nochmal, ich baue das vor und baue einen speziellen Fall, wo man mit Filter, wo man mit Select arbeitet, um euch dann näher zu bringen, was da nochmal genau die Unterschiede sind, was genau da passiert und wo man welche von beiden Befehlen halt angibt. Ansonsten der Lookup-Befehl, ich hoffe, es hat euch was gebracht, damit zu arbeiten. Das ist, finde ich, für den Zweck ein sehr guter Befehl, weil man halt ganz klar sagt, Lookup, du guckst einfach
bis der erste trifft, der erste Wert, und dann liest du das entsprechend aus. Dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr eine Liste bekommt und die Liste am Ende wieder den Befehl sagen müsst. Und aus der Liste nimmst du einfach irgendeinen Wert oder immer den ersten Wert oder wie auch immer, dann spart ihr euch das. Ist ein bisschen schlanker gebaut und ja. Gut. Das Gleiche könnt ihr natürlich dann auch nicht nur auf Views anwenden, sondern zum Beispiel auch auf Aktionen. Ja, dass ihr halt sagt, die Löschen-Aktion kann nur jemand, der ein Adminrecht hat. Oder bestimmte Aktionen wie ich weise jemanden etwas zu, kann eine Zuweisen-Aktion, die man sich baut, kann nur der Super-User. Normaler Mitarbeiter kann selber nicht zuweisen, sondern nur der Supervisor weist quasi, oder der Super-User, Entschuldigung, weist die Aufgaben zu. Das ist alles denkbar, das sind alles dann was heißt Spezialsachen, aber halt alles Sachen, die vielleicht zugeschnitten für euch in irgendeiner Weise funktionieren. Da müsst ihr dann einfach mit der App ein bisschen rumspielen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eh schon wieder sehr lang geworden. Ich versuche es auf 30 Minuten runterzuschneiden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dann werde ich nochmal auf Select und Filter eingehen. Und ich habe noch so zwei, drei andere Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.